bin gerade beim Shop bauen. Oder was brauchst du? Gibst du zwei, bist du so gütig und gibst du mir zwei Villager ab oder muss ich mir meine Villager von meinem Dorf rankarren? Du kannst dir welche von meinem Breeding Station holen, ja. Okay. Aber die Schienen verlegst du selber. Kunden, ja, ja. Uli? Ja? Hast du ein Portal zu deinem Clavium? Ja. Das würde ich gerne nutzen. Ja, Neta? Okay. Ich hab kein Neta-Portal. Ja, dann nimm mein Neta-Portal. Einmal mit Profis. Sag, wenn's dem Neta bist. Was hast du für eine Rüstung? Eisenrüstung. Könntest eventuell am Weg drauf gehen. Ah, passt schon. Vielleicht mache ich meinen Shader aus. Nimm dir sicherheitshalber ein Boot mit. Hab kein Boot. Nimm mein Boot. Achso. Was hast du eigentlich, Twi? Das ist die große Frage. Was habe ich eigentlich? Ich habe Kartoffeln. Ja, nimm dir ein Boot mit und sag mir, wenn du im Nether bist. Wo ist dein Nether-Portal? Bei meinem Holzhaus über mein Feld, eben in der Erde. Zwischen welches Feld? Zwischen Weizen und zwischen Weizen ja. Und Zuckerrohr. Ah, ich seh's. Hast du ein paar Blöcke mit? Im Holz habe ich ein bisschen dabei, ja, im Korbel. Achso, ich bin im Nether, ja. Ja, jetzt gehst du den Weg. Eh genau, da dann gleich links. Ja, die erste links, ja. Ja, oh, dann kommst du auf so einen offenen Weg. Ja. Woran soll ich hier sterben? Das jetzt noch nicht. Das nächste Portal, das ist Andi und jetzt gehst du einfach die ganze Zeit geradeaus. Da geht's ewig lang über den Lavasee. Ich sehe den Lavasee unter mir, ja. Und ich höre den Gas hinter mir. Ja, das Problem, Achtung, der Gas schießt auf den Netherrack immer und dann ist ein Fit Netherrack. Ich sehe hier, wo Blöcke fehlen. Ich genau. Mal, da war deshalb musst du Blöcke mitnehmen. Der Gas am Start. Oh, hier fehlen auch Blöcke. Deshalb habe ich gesagt, du musst Blöcke mitnehmen. Und irgendwann geht's in den Tunnel rein. Ja, da bin ich jetzt drin. Ja, da laufst du auch immer lang. Ja. Wie lang ist denn der Tunnel? Ich dachte, es wäre das direkt um die Ecke, das Ding. 3500 Blöcke. So. Und wenn du bei dem Tunnel rauskommst, direkt steht wieder ein Netherportal. Ja, sehe ich. Da gehst du durch. Ja. Wenn du durch dieses Netherportal durchkommst, spawnst du. Ist ein Enderman. Wenn du da durchgehst, spawnst du auf einer Cobblestone-Plattform und da führt eine Leiter hinunter. Die Leiter sofort hinuntergehen. Warum sofort? Weil sie weil dich sonst die Guardians anvisieren. Oder probier's aus und dann siehst du schon. Ja, und dann, ich bin jetzt auf dem Cobble-Ding drauf. Ah, ich sehe das Clavium. Und jetzt da setzt du dir dein Boot und fährst einfach raus. Okay. Und dann fucken dich 80 Guardians ab. Und dann hast du schon fast geschafft, die Hälfte. Ah ja, ich sehe die Guardians. Ich bin erst dabei, die Guardians zu entfernen. Ja, ich habe jetzt eine Woche Zeit. Bist du Urlaub? Ja. Ich habe nicht die Woche Urlaub bekommen, ich habe nächste Urlaub bekommen. Ja, ich glaube da am Freitag dann Urlaub, also Urlaub Feiertag heute. Weil so doof es klingt, wir haben momentan so viele Kollegen, die in Heimquarantäne sitzen, dass wir die Mindestbesetzung nicht vernünftig besetzen können und aus dem Grund wurde Urlaubssperre erhängt. Eine Woche davor haben sie sich in Zwangsurlaub geschickt. Ja, wir mussten jetzt auch bis zum 30. Juni oder Juli, keine Ahnung, Juni glaube ich, mindestens 10 Tage von unserem Jahresurlaub nehmen. Damit nicht so viele Leute im Sommer Urlaub nehmen. Gut, dieses Jahr ist eh nichts mit wegfahren, von dem her ist es eigentlich wurscht. Und dann sowas, ja. Es war jetzt sehr sinnvoll, in Nita und ins Biom zu gehen. Ich habe keine Spitzhacke dabei.
Ich sehe den Gast neben. Oh Gott, der Gast schießt mich an. Das sind zwei Gasts. Warum bist du wieder im Nether? Ja, ich habe ja nichts dabei. Er hat doch seine Spitzhacke vergessen. Oh Gott. Ich werde jetzt sterben. Na dann, mach's gut, Ri. Tui. Wie? Da ist ja nochmal ein Nether-Portal. Das daneben ist meins. Von Andi. Achso. Excel wurscht. So. Ja, ich glaube, ich brauche die erst vertraute Items, damit ich da ausgeschaltet machen kann. Nein, Andi, dein Item ist immer vorbei. Ich hab nichts gesagt. Ach ja, Twi, ich habe einen, hab einen Tagescounter, wie viele Tage ich schon online bin. Wo? Du musst einfach Tab drücken. Sehe ich 6. Ja, ist mein 6. Spieltag. Das ist mein 6. Tod. Nein, das ist bei mir der Tagescounter. Jeden Tag verrecke ich einmal. Aha. Achso. Achso. Heute bin ich zum Beispiel ertrunken. Hä? Wie geht das denn? Achso, bei deinem Guardian-Ding da. Das siehst du, ich Profimäßiger mit der Eisenrüstung hab noch 0 Tore. Du bist auch nie da. Du hockst letzten 2 Tage nicht da war, mein Gott. Und wenn du da bist, hockst du nur daheim rum. Ja, ich baue ja hier rum. Er spielt Minecraft, er baut etwas. Ich baue etwas in Minecraft. Nein, mein Trank ging aus und ich war halt im Untergrund. Kann jemand schlafen eventuell, bitte? Nein. Nee. Oh shit. Mir reingefallen. Ist nicht gut. Wobei, ich kann mich ins Bett legen, ja. Ich weiß noch nicht, ob das serverübergreifend, spielübergreifend ist. Ja. Das ist, glaube ich, noch nicht eingebaut. Stimmt, ist das spielübergreifend. Da habe ich schon. Haben sie, glaube ich, noch nicht connected. Mini Cooper, kannst du schlafen? Kannst du schlafen, Schnee? Nein. Dann bleibt's halt Nacht, Andi. Du hättest dir auch ein Bett mitnehmen können. Ich hab Wolle, ja, ich kann mir ein neues Bett machen. Ja. Siehst du, geht doch, was willst du denn von uns? Ich hab doch gar nichts. Schaffst du auch alles ganz allein? Ja, ja. Du bist schon groß. Ich bin schon groß und. Ich bin schon groß, genau. Ich kann's eigentlich nicht mehr hören, dieses Lied, aber. Ja, du hast ja angefangen damit. Ja. Nein, eigentlich hat Twi angefangen. Ja, nein, aber ich war. Das reicht schon, Ich hab das auch mit dem Kalkoff da assoziiert. Ja, naja, aber das macht man doch automatisch, sonst stimmt was nicht, wenn man das nicht automatisch macht. Achso. Okay. Nein, Refrain erstmal durchsingen. Was? Andi? Hole? Hast du Formel 1 schon gehört? Nee, was gibt's jetzt Neues? Abgesagt. BBC geht, der Nachrichtensender geht davon aus, dass sie in Spielberg starten mit 2 Geisterrennen und dann reisen sie für einen Monat nach da oben hin, wo fast alle Teams zu Hause sind. England? Silverstone. Island. Island. Wie? Das war ab null Ahnung. Ja. Egal, erzähl einfach. Genau. Da wollen sie einen Monat vor Ort bleiben, die Rennstrecke irgendwie anmieten und mehrere Rennen durchführen mit auf unterschiedlichen Layouts. Momentan angedacht sind 3. Können sie aber auch noch erweitern. Okay. Und somit wären dann mal mindestens 5 Rennen, die im Kalender sind und dann wird weitergesehen. Ja, das ändert sich momentan eh gefühlt jeden zweiten Tag, von dem her bin ich da noch sehr, sehr skeptisch. Ja,
dieses Jahr ist das eh mit Großveranstaltungen und sowas. Das mit Österreich glaube ich, dass aber auf jeden Fall in der Saisonauftakt stattfinden wird, weil Österreich, also die Politiker und das, die geilen sich da richtig dran auf. Dass sie quasi hier Öffnung sind. Mhm. Österreich first, was? Ja, dass Österreich da so einen Tick hat, das ist uns, glaube ich, schon auch bewusst. Weil Fußball darf nicht spielen, aber die Formel 1 darf schon fahren. Ja, sie haben doch jetzt überlegt, ob sie Fußball ja eventuell bald wieder öffnen, also aufmachen, oder? In Österreich, dachte ich. Nicht? Ja, aber Geisterspiele halt, oder? Ja, wenn dann sowieso nur Geisterspiele. Ja, aber selbst das sind sie ja noch. Da haben sie jetzt da irgendwo was mit Tests durchgeführt, keine Ahnung. Ich bin nicht so fußballwahnsinnig. Ja, die machen ja so oder so Verlust. Ja, also eine geile Saison wird, ist das in keiner Sportart oder in irgendwas. Die Pest, die sie am besten getroffen Dead haben. Pest. Ja. Die auch noch. Nein. Die auch noch. sind die Skifahrer. Ja, so gesehen schon, ja. Ja, Biathlon wurde auch ein Weltcup vorher abgesagt. Ja, aber einer. Ja, aber das ist keine Auswirkung. Ja. Skialpin wurden auch, das stimmt schon, die letzten drei abgesagte Austragungsorte. Doch Dorothea Via, die eh keinen Bock mehr auf die ganze Saison hatte, konnte eher ihren Gesamtweltcup gewinnen. Die hätte wahrscheinlich so oder so gewonnen, oder? Weiß ich nicht, sie hat immer mehr nachgelassen zum Schluss, aber... Das heißt, sie ist eigentlich... Irgendwie mehr oder weniger gesagt, sie hat eigentlich keinen Bock mehr, wenn sie nicht das gelbe Trikot hätte, also nicht als erstes wäre im Gesamtweltcup, hätte sie schon längst die letzten... Oder hätte sie sowieso aufgehört eher. Okay. So nach dem Motto, jetzt muss ich diese Scheiße hier noch gewinnen. Jetzt muss... Das dauert aber wieder hier. Ja, ihre Wortwahl, das war ihre Wortwahl. Ich muss nein, diese Scheiße das, hier so habe ich das rausgehört. So klang das für mich, aber ist okay. Ist das diese Hochnäsige da? Nein, die ist nicht. Eigentlich ist sie nicht hochnäsig. Ich mag sie, sie durfte gewinnen, ist okay. Hatte die ein Glück? Jo hat gesagt, sie darf gewinnen. Wenn das ja nicht gesagt hätte, hätte ich Spaß gehört. Ja, das wäre ja dann auch nicht möglich. Dann hätte die tatsächlich Probleme bekommen. Jojo ist die Spielemacherin. Und er sieht, er wäre schnell aus die Maus. Ja, hallo, Wettbüros, du weißt, was da dran hängt, ne? Ja gut, so mit den Excel-Tabellen und so weiter und ganze Ausschreibung, da ist schon Ähnlichkeiten zu diesen Geschäften da. Die machen sich auch immer sehr starke Notizen. Sehr starke Notizen, dann wird das was. Mehr Kühe. Och fucking Delfin. Nein. Es ist Dolphin. Der spielt sich mit meinen Kabelblöcken und wirft die durch die ganze Gegend. Die im Wasser schwimmen. Hui! So, schön vermehren. Wieder die Zuhälter. Ja. Marlin, es ist ein Seearsch. Ein Seearsch. Oh. Großer Fisch am Steg. Es ist ein Seearsch. Immer diese Ärsche. Ja. Ja, es sind auch die Fische, die kein Mensch braucht. Fisch, den fress ich. Mich nicht.
Kommt drauf an, welcher Fisch. Also Fisch, aber geht schon. Fischstäbchen zählen nicht wie. Ich mag gerne Lachs, Makrele. Ich sag mal ganz gern. Wow. 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 Wie kann man nur den ganzen Tag angeln? Das Geräusch kommt ja jetzt gerade nur, weil ich was herstelle. Das Geräusch kommt nicht nur beim Angeln. Das kommt ja überall. Ach so. Servus, Luis. Ja, wir kennen die. Gut. Ich bin der André, ist wie konntest du mit dem Ich mal eine Tierachs oder sowas. Ich müsste auch Obsidian mal holen. Er hat ja wirklich noch gar nichts. Er hat noch null. Ich müsste dann auch erstmal eine Diamantenspitzhacke kaufen. Zwei Crumpies unterhalten sich. Er hat eine Treppe. Ich hab eine Treppe, stimmt. Da unten eine Mauer. Auf der hockt eine Lauer. Und nee. Zwei Häuser habe ich auch schon angefangen. Bisschen hab was habe ich schon. Und Packkisten. Und ich habe Tiere. Und ein kleines Feld. Mit dem selbst er nicht mal satt wird. Doch, ich werde satt. Mit meinen Kartoffeln werde ich mittlerweile satt. Ich dürfte eigentlich das Feld auch hin und wieder mal ernten. Dann würd's dir locker reichen, meinst? Wahrscheinlich. Ich habe auch ein paar Schweine, die ich noch töten müsste. Ich mach sehr viel Arbeit vor mir. Ist heute ein Montag oder Dienstag? Warum? Dass du Fleisch essen darfst. Wann darf ich denn kein Fleisch essen? Donnerstag. Warum Donnerstag? Ist der immer vegetarisch? So, hier in der Arbeit. Zu Hause gibt's jeden Tag Schnitzel. Der kommt, nee. Ist der jetzt nicht arbeiten? Hä? Ich bin. Achso. So. Nein. Ich geh jetzt was essen. Okay, guten. Alles klar. Danke. Okay. User disconnected from your channel. Ich frag zwar, ich bin am Arbeiten, aber ja, ich stehe auch nur rum. Das wundert mich jetzt aber. Du kennst ja nichts anderes als rumstehen. Ja, bei uns in der Arbeit gibt es nämlich keine Sitzmöglichkeiten. Wir müssen stehen, während wir arbeiten. Das ist aber traurig. Das ist mein Beileid, auf jeden Fall. Mhm. Das trifft mich jetzt schon hart. Guck mir die schon ein Tränchen. Mhm. Was sie dir zumuten, Andi? Das ist nicht normal. Mhm. 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 Wie gibt's bei dir irgendwas Besonderes zu kaufen heute? Was gibt's bei mir? Ist bisschen ein Wasserspender gibt's bei mir heute. Irgendwas für die Wand. Irgendwas für die Wand, okay. Ein Deko-Scheiß. Irgendeine Pflanze, glaube ich, eine Topfpflanze. Und so ein Zauber. So ein Zauberspielzeug, so ein Zauberhut und Zauberkarten und so ein Scheiß. Also. Nichts Besonderes. Vor allem, oh, ich muss dir dann später was zeigen. Musst du das? Hab gestern voll was Cutes gefunden. Hm. Oder gekauft. Cutes? Cutes, ja. Cutes. Wieder ein Seearsch? Nee. Das ist nicht cute, das ist Hass. Ist einfach nur... Das ist einfach Hass. Was die Probleme auf meine Switch? Das ist schon Hass seit 2005. Thank you.
God damn it. Ich darf nur nicht vergessen, dass heute Sternschnuppen kommen. Sternschnuppen. Sternschnuppen. Ja, um wie viel Uhr kommen die? In der Nacht. Wenn es draußen dunkel wird, Ami. Mir war es letztes Mal um 22.30 Uhr, aber ich war eher auch nicht on, um das hätte testen zu können, ob es schon eher ist. Ja, muss man schauen. Da muss Tri heute lange wach bleiben, ja. Ganz schlimm, ja. Die letzte Brücke, die ich brauche, ist morgen fertig. Dann habe ich alle Brücken, die irgendwie nützlich sind, an den Stellen, wo sie gebraucht sind. Hab noch nicht angefangen zu terraformen. Muss ich auch mal anfangen. Ich habe kein Geld für Brücken, das ist das nächste Problem. Du hast viele Probleme. Du müsstest der Rüben richtig verkaufen. Ich war ja zu faul. Weil ich habe seitdem keine Geldprobleme mehr. Ja, ich weiß. Ich müsste mir auch einfach mal wieder eine Angel craften und angeln. Momentan immer nur mit Cash unterwegs.